In Kürze beginnt ein Bundesligaspiel, was in der Allianz Arena ist. Und damit sage ich, hi Leute, was geht ab? Ich bin euer Zellers, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach, gegen FC Bayern. Der erste gegen den 14. Aber ich glaube, wir können das Spiel auch gewinnen. Anschluss für die Bayern. Los geht's. Die Bayern auch in den letzten Spielen nicht so gut gespielt, sage ich jetzt mal. Leute, der Spieler hatte mich gerade fast umgegrätscht. Die Bayern kommen. Ah, jetzt verlieren sie den Ball. Ha. Lewandowski im letzten Spiel ein Tor im DFB-Pokal erzielt. Er hat im DFB-Pokal auch nicht so gute Leistung gebracht, wie man es von ihm erwarten kann. Willian ist auch bei Leipzig gestartet. Und der Sabitzer bringt den Ball rein für Paulsen. Bringt nichts. Vidal. Und Lewandowski. Lewandowski trickst herum. Lewandowski schießt das 1:0 für die Bayern. Lewandowski trickst hier herum und schießt dann sein 22. Bundesligator. Er hat locker schon diese Saison die 40 geknackt. Ich muss gerade gleich gucken, was. Manuel Neuer klärt den Ball weg. Und die Bayern spielen mit Tempo. Ah, da verlieren sie den Ball. Aber die Bayern spielen schon schön, ne? Also heute jetzt auch nicht wie in den anderen Spielen, wo es hektisch ist. Und so, ne? Ich pack jetzt Tricks aus, Digga. Kimmich. Ah Mann, ich wollte wieder Trick machen. Ja, ich habe erstmal den Paulsen weggegrätscht. Rote Karte für die Bayern. Die zweite rote Karte. Wie sollen wir jetzt spielen, Digga? Wie sollen wir jetzt spielen? Ich könnte Lewandowski jetzt schnell auswechseln. Nein, egal, wir lassen so. Ey, Junge, was soll ich jetzt machen? Ah, fuck, ey. Das ist auch wichtig. Ah, scheiße. Müller muss raus. Problem ist ja auch, ich hab den richtigen nicht. Ah, wir müssen so machen. Wir haben keine andere Sache, also keine andere Waffe. Ich hoffe, wir spielen dann so gut. Boateng, nee, Hummels muss dann so ein bisschen seine Stelle rotieren und dann halt auch die von Alaba und die Bayern. Ah, Junge, ich wollte wieder einen Fake-Shot machen. Nicht Spiel, Alter. Ja, Thiago geht auch so ein bisschen in die Position von Alaba. Also so extrem schlimm ist es jetzt auch nicht, weil Thiago da die Abwehr Hummels kann auch dort auch abwehren. Aber die Grätsche, da stand mir der Paulsen zu im Weg. Ich wollte normalerweise den anderen weggrätschen, aber egal. Am Ende habe ich Paulsen weggegrätscht und dann habe ich eine rote Karte bekommen. Ach, die wollen jetzt auch rumtricksen. Ihr wollt auch rumtricksen? Na, Entschuldigung, die Bayern dürfen nur rumtricksen.
Boah. Ja, Manu, Neuer. Also es ist jetzt gerade schon schwer, ohne die Position von Alaba zu... Ey, du bist so behindert, Arjen Robben. Junge, die Bayern sollen dich direkt verkaufen. Du kannst keine Tricks mehr. Paulsen. Ja, der wird jetzt irgendwas machen. Den Ball in die Mitte bringen. Ha, so. In diesem Moment hat's gepasst. Ey, Müller, Digga. Und Lewandowski. Ja, ich weiß, dass er von da kein Tor schießen kann. Ich könnte mich aber auch dort nicht durchdribbeln. Warum muss Boateng die Position einnehmen? Also die Bayern führen zwar mit dem 1:0 nach der roten Karte, kriege ich jetzt auch nicht so viel gebacken. Ich krieg wirklich auch gerade nicht so viel alles. Ich krieg das nicht so gut hin, so. Robben. Junge, du kannst nicht mal Kopfbälle, stehst aber zu schnell auf. Junge, Junge. Was soll ich machen? Ich habe die linke Position nicht mehr. Was für defensiv, offensiv. Junge, das Spiel, Alter. Ey, Junge, ich versuche gerade den Trick zu machen. Der schießt einfach. Ich muss den unbedingt wegrätschen. Der will, dass ich den wegrätsche. Nein, die wollen es echt. Die wollen es echt, dass ich die Spieler wegrätsche. Ey, Mats Hummels, Alter, du bist zu lahm. Du bist eine lahme Kiste. 1:1 ist null verdient. Eigentlich schon, weil die haben mehr Ballbesitz und so. Ey, Junge, ich hasse Bayern, Digga. Bitte, diese Halbzeit noch ein Tor, dann bin ich froh. Dann, oh, Junge, ich... Die Bayern kriegen es nicht gebacken. Ich krieg hier nichts gebacken. Ich musste den wegrätschen. Jetzt schnell Müller auswechseln. Schnell Müller auswechseln. Bevor er noch mal eine Karte kriegt. Nein, ich wechsle jetzt fast alle. Junge, lahme Kisten sind die alle. Schiri, mach einfach weiter. Spiel Fußball. Nicht Karten geben, spiel Fußball. Das ist das Beste, was du machen kannst. Einfach Fußball weiterspielen. Wie kannst du den nicht machen, Lewandowski? Was? Junge, man muss 1000 Minuten warten, bis der wieder sein Tor schießen kann. Ja, was soll ich machen, Leute? Ich komme da null durch. Bayern, super schlechte Mannschaft, Digga. Junge, ich kotze wegen Bayern gleich. Nein, Spaß. Junge, ich spiele so besser als Leipzig. Die kommen einfach durch. Das ist alles nur wegen meiner dummen roten Karte. Obwohl die... Aber der Spieler war doch vor mir. Und das ist zu hart, dass er mir direkt rot gibt. Was ist denn jetzt los? Junge, der Schiri ist behindert im Kopf. Wird er eh nicht machen. Einer schießt. Manuel Neuer hat den Ball. Das Spiel ist so unnötig, Leute. Junge! Kauft das Spiel einfach nicht, Leute. Kauft es einfach nicht. Es ist unnötig. Man spielt tausende Pässe. Das Spiel reagiert einfach nur auf ihre schöne Passivweite. Ich raste gleich aus, Digga. Junge, der Pass kann nicht mal normal ankommen, wie
wie normal halt. Junge, alles wegen meiner dummen roten Karte, obwohl da gelbwürdig war. Da war nicht rotwürdig, da war gelbwürdig. Das ist zu hart. Leute, schreibt in die Kommentare, FIFA hat keine Ahnung mit dem Referee. Er hat keine Ahnung, Digga. Junge, wie kann der schneller sein als Coman? Ach, Bayern, Alter. So unnötige Mannschaft, Digga. Wer liegt eigentlich Bayern? Das frag ich mich schon seit 1000 Jahren. Junge Lewandowski, du laufst so wie eine lahme Kiste. Man muss... Du bist der schlechteste Fußballer auf Erden, Digga. Wenn du jetzt das Tor machst, Alter, bist du der Gott. Die Ecke ist voll scheiße. Die bringen, die können nicht mal Ecken beibringen. Junge, mach den doch rein! Meine Fresse! Das Spiel ist so unnötig. Das ist unfassbar. Boateng ist 1000 Kilometer gelaufen. Der tut mit extra so. Ich hab, ich kann nicht mehr rennen, Digga. Armer Typ, Digga. Da kommen wir einmal durch. Ah, 2:1 Lewandowski. Ja, da hat sich aber auch Orban dumm angestellt. 23. Saisontor. Der trifft einfach in 70 Minuten schon wieder. Ha, jetzt kommt mit den Tricks kommt nur Bayern durch. Boah, Junge, ich wäre fast jetzt ausgelaufen. Leute, seht ihr das auf einmal? Nein, Lewandowski soll doch den Kopfball machen. Wie dumm können die Bayern spielen? Also die Bayern, sie wollen die Chancen. Sie kriegen es aber manchmal nicht hin. Manchmal schon. Wunder. Kannst keine Ecken. Stell dir vor, du bist der schlechteste Fußballer auf Erden. Das ist James Rodriguez, schlechtester Fußballer auf ganzen Erden. Der Ball kommt unnötig durch. Ball in die Mitte. Sie können gar nicht spielen. Manuel Neuer hält alles. Bruma geht raus. Zurecht für Timo Werner. Ich raste komplett aus. Junge, ich raste komplett aus. Werner ist drin. Boah, Tank, du läufst gerade so wie ein Pferd. Uns. Was war das denn jetzt?
Ich schwöre, FIFA ist so behindert im Kopf. Ja, aber warum spiele ich das dann? Ja. Weil ich keine Feinde habe. Ja, Leute, es ist einfach unnötig gerade. Lewandowski rennt sogar noch dahin. Ist richtig unnötig. Die Ecke muss normalerweise auf seinen schönen Kopf gehen. Bayern versteht den Fußball irgendwie nicht. Ey, Junge, Timo! Chill mal! Timo Werner, chill einfach! Du brauchst den Ball gerade nicht. Dreierpack für die Münchner. Lewandowski. 3-1. 90. Minute. Robert Lewandowski. 24. Saisontor. Dreierpack für den Polen. Das geht schon viel. Das sind schon viele Tore vom Bayern Spieler, auch vom polnischen Nationalspieler, sage ich jetzt mal. Die Bayern gewinnen mit 3-1. Ja, das Tor war richtig krass. Aber die rote Karte, die war richtig unnötig. Da steht er vor mir, muss den wegrätschen, aber hat den Ball sogar noch. Richtig unnötig. Eins eins bei Hoffenheim und Gladbach. Wo ist Dortmund? Dortmund gewinnt 2-0 gegen Hannover. Nächstes Spiel ist Champions League Spiel. Leute, richtig unnötig, wie die Bayern spielen. Ich kann es nur sagen. Ja. Eine A für Kluivert. Nächstes Spiel ist auch gegen Dortmund. Jo, wahrscheinlich, Digga. Ja, Leute, das war's mit meinem Video. Like das Video, teilt das Video, abonniert meinen Kanal, abonniert Zeit Gaming, abonniert Neuro Gaming, abonniert Killer Edge Gaming TV. Das war's mit meinem Video und ciao.